Also war wunderschön, war kurzweilig. Ich fand's zu kurz. Wenn so jemand kommt, kann man sich das natürlich nicht entgehen lassen. Diese Worte, voll des Lobes und der Begeisterung, seien gleich vorweggenommen. Hat hier doch einer, der in der Poetry-Slam-Szene hochdekoriert und wohlbekannt, doch wirklich sehr vortrefflich die zarten Worte? In Eiszapfen Schmuckstück behangenen Wäldern, der Lichtreflexion des Kristalls. Auch manchmal die harschen Worte. Abrakahatschi, verflucht sei die Kälte! Also sei die Begeisterung vom Publikum vorweggenommen, hat er doch die Worte der hohen Kunst, der feinen Poesie, meisterlich mit großem Können in die heutige Zeit, in das Jetzt, entführt und mitgenommen. Mike Lübcke, der hat unsere S-Bahn gefahren. Er lenkte die Bahn, in der wir gerade waren, und hat uns gerettet. Die Passagiere blieben heil. Sprüht seinen Namen an jedes Abteil. Mike Lübcke. Die S5 fliegt beinahe auf den Gleisen entlang. Metall auf Metall erzeugt wohligen Klang. Vom Alexanderplatz will ich zum Bahnhof Zoo. Ich muss was besorgen, zur Post gehen und so. Lars Ruppel ist es mit dem Gedicht Mike Lübcke gelungen, Fontanes Ballade von John Meinert, der im schweren Sturm und hoher See als Steuermann sein Schiff zu manövrieren wusste, in die Gegenwart zu transferieren. Und alles steigt aus, nur einer bleibt drin. Man sollte die Texte nicht mitwaschen. Wirklich, kann man kaum mehr. Die Türen gehen zu und die S-Bahn fährt hin, bringt den Döner, der dort noch am Bahnboden klebt, in Gegenden, in denen kaum ein Mensch lebt. Nach Spandau. Dort steht die S5 wie ein Grab. Ein immer noch riechender, stählerner Sarg. Hier ruht Mike Lübcke, prangt ein Tag am Waggon. Geht hin und erzählt euren Kindern davon. Literatur à la carte heißt die neue Veranstaltungsreihe des Limburger Domhotels. Regionale Autoren präsentieren dabei Ausschnitte aus ihren Werken, Büchern und Vorträgen. Kombiniert wird die Lesung mit einem köstlichen, feinen Drei-Gänge-Menü, welches an den Inhalt des Vortrages angelehnt ist. Ich finde, das passt gut zusammen. Also ich persönlich mache das ja auch zu Hause, ne? Wenn ich dann irgendwie so richtig fertig nach Hause komme, sich was zu essen machen und dann eine Serie gucken, ist ja großartig. Ne? Und wenn man das dann noch mit echten Menschen zusammen machen kann, das ist natürlich ganz toll, was essen und was genießen, ist super. Zur Premiere erschien im Gerlach von Isenburg-Saal ein junger Mann des geschliffenen Wortes. Lars Ruppel. Den Schelm im Nacken, sehr nah, herzlich, ergreifend und unglaublich sympathisch, mit ansteckendem Lachen. Schön. Ich heiße Sie ganz recht herzlich willkommen hier zur Literatur à la carte. Schön, diese Reihe eröffnen zu dürfen. Mit Charme und ein wenig Spitzbübigkeit hat er mit scharfem Verstand Worte tranchiert, gleich einem Koch, der in der Küche mit seinem Messer gekonnt das zarte Fleisch filetiert. Ich habe an mich geglaubt, ich habe mich durchgebissen. Bis in die dritte Klasse. Mehr wurde nicht von mir erwartet. Lars Ruppel, einer, der von sich behauptet, in der Schulzeit nicht gut und der Bildung etwas fern gewesen zu sein, hat doch sehr scharfzüngig das Banale, das Alltägliche hinterfragt, ja durchleuchtet und es dem Publikum in Reimform serviert und das sehr fein. Wenn wir auf die Welt kommen, begegnet uns Poesie sehr, sehr früh. Ich habe gerade Kinder bekommen, dass ich überhaupt hier stehen kann. Ich bin Vater von Zwillingen geworden, ne? Also die sind 20 Wochen alt. Es geht ja so früh los, dann diese ganzen Reime, die man so hat, so, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der bringt sie nach Haus, der hebt sie auf, der bringt sie nach Haus und der Kleine, wirst du alle auf, ja? Finde ich auch super mies gegenüber dem Daumen, weil der hat gar keine Funktion, ja? Der ist einfach nur der Daumen. Und da fällt mir erstmal auch mal aufgefallen, wie exaltiert der da steht, so, ne? Der wird voll gemobbt so von allen. Wie kommt so ein junger Mann zur Poesie? Pure Verzweiflung. Ich kann nichts anderes, ich habe nie was anderes gemacht seit meiner Schulzeit und während der Schulzeit und das ist ein Beruf und das ist mein Job und ich mache das gern. Woher kommen die Ideen für die gelungenen Verse der feinen Poesie? Aber wenn ich das wüsste, wenn ich die Frage beantworten könnte, dann hätte ich noch viel, viel mehr Texte geschrieben, aber das ist einfach schwierig. Dann kommt ein Text und dann schreibt man ihn und das ist mitunter ein langer Prozess, der auch nervt und da ist leider kein romantischer Background dabei. Das ist einfach, am Ende steht er irgendwie da und das ist mehr Arbeit als Kunst. So. Das muss reifen und irgendwie dann wird es 10-mal umgeschrieben und dann bleibt es 5 Wochen liegen und dann macht man wieder was dran und dann irgendwann geht's. Oder bei dir sieht es ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Das ist doch nicht nett, oder? Das ist ja, niemand kennt die Familie Hempel.
Es kann ja sein, dass er top aufgeräumt ist unterm Sofa. Ja, ist ja wie wenn man sagt, bei dir riecht es wie beim Ruppel unterm Arm. Das will man doch nicht. Und deswegen beschäftige ich mich mit diesen Menschen. Und das ist alter Schwede. Ich habe mich gefragt, wer ist eigentlich der alte Schwede? Das ist der alte Schwede. Im Wald fiel Schnee auf kaltes Holz, der tagsüber ein wenig schmolz und nachts gefror zu langen Zapfen. Bis auf das schwere Schneeschuhstapfen des durch die Schneeschicht gehenden Schweden war es still im Wald, der jeden Schritt, der seine Stille störte, durch tausend dunkle Ohren hörte. Hat Spaß gemacht. Das war der erste Abend, an dem ich mich mit Poetry Slam beschäftigt habe. Ich habe eigentlich noch nie was davon gehört, außer vielleicht bei YouTube mal. Aber wenn man die Menschen so persönlich kennenlernt, es war unterhaltsam, lustig, ein sehr sympathischer und angenehmer Mensch. Ich bewundere den eigentlich, dass ihm immer wieder was Neues einfällt und dass er die Leute jedes Mal innerhalb von 5 Minuten doch für sich einnehmen kann. Fand ich toll. Ja, mir hat es wirklich sehr gut gefallen, auch die Kombi. Zwischen dem 3-Gänge-Menü und dann den Essenssachen dabei. Also es war ein rundherum gelungener Abend. Als der Fichtenstamm hernach mit lautem Krach zu Boden brach, schlug der Schwede weiter auf den ausgenockten Baumstamm drauf. Schwere Schweden, Schläge bebten, Säge, Späne, Schwaden schwebten. Und als der letzte Schlag verklung, waren auch die Schwaden ganz verschwunden. Und da stand allein im Wald ein Schwede, müde, nackt und alt. Und dort, wo eben noch so stolz die Fichte stand, stand nun aus Holz, formvollendet praktisch ein Musterbeispiel für Design. Das schönste Ende einer Fichte, ein Meilenstein der Schnitzgeschichte, ein Werk von Schweden Axt und Hand und altem Schweden Sachverstand, so ästhetisch, so genial. Ein Regal! So war es also eine ausgesprochene gelungene Premiere und ein Genuss für den Gaumen und die Ohren. Sehr lecker. Ich hoffe, ich konnte meinen Teil dazu beitragen, dass es nicht nur lecker, sondern auch poetischer und unterhaltsam und toller Raum. Sehr nette Leute, die sehr gut zugehört haben. Der Service war toll, die Organisation war klasse. Schön, dass alles so voll war. Das war nicht selbstverständlich und ja, das war so für mich der Abschluss. Und eben noch voll viele Bücher verkauft, auch super. Ja. Ja.